Freitagmorgens schnell zur Arbeit, aber heute nur eine kurze Zeit. Denn im Kopf bin ich seit Tagen auf die nächste Session heiß. Feierabend schnell nach Hause, wo ich Tackle in die Karre schmeiß. Und dann treffen mit dem Typen, der mit mir das Hobby teilt. Es gibt kein Halt mehr, es geht los, an den See alles aufbauen. Vom Zelt bis zum Rotpot und danach die Routen raushauen. Aber nicht irgendwo, weil es mit Echo am Schiff entlang geht über Löcher und Kanten, bis ich dann die Routen ablege. Dann noch Bollies drauf, zurück ans Land, Route aufs Pott drauf. Schnur in den Pieper-Swinger einhängt für den Toplauf, in den Stuhl setzen. Die Zeit am Wasser ist Entspannung pur, weg vom Alltagsstress, für die Zeit in der Natur. Es ist Nacht geworden, ich lieg im Zelt, schieß die Augen für den Moment, bin kurz eingeschlafen, bis die Zeit plötzlich stehen bleibt. Route in der Hand und was am anderen Ende zieht, ist geballte Karpfenpower und das Adrenalin fließt. Es ist der Zauber, der uns raustreibt, die Ruhe, die uns ausgleicht. Das Nichtwissen, ob der Fisch der Träume nur ein Traum bleibt. Es ist das Warten auf den perfekten Moment, der plötzlich wahr sein kann, der perfekte Fang. Es ist ein Drahtseilakt, der Zauber, der uns raustreibt, die Ruhe, die uns ausgleicht. Das Nichtwissen, ob der Fisch der Träume nur ein Traum bleibt. Es ist das Warten auf den perfekten Moment, der plötzlich wahr sein kann, der perfekte Fang. Es ist ein Drahtseilakt. Das Wasser spiegelt das Mondlicht an der Oberfläche wieder, ein harter Kampf, der sich abspielt. Gewinnt der Fisch oder werde ich Sieger? Und nach 15-minütigem Kampf zeigt sich endlich seine Gestalt. Es ist ein wunderschönes Tier, ein Stück pure Naturgewalt. Noch zwei Fluchten und dann endlich Cash heraus, sicher gelandet. Traumhafte goldene Schuppen auf der Matte sicher behandelt. Stell ein Foto, bis er wieder seine Bahn zieht. Alles wird wieder ruhig, bis der ganze See im Schlaf liegt. Ab ins Zelt auf meine Liege, klare Luft lässt mich gut schlafen. Am nächsten Morgen weckt der See mich mit seinen tausend Farben. Und der Nebel zieht seine Schleier, was für ein Anblick. Ich denk noch, was für ein Ansitz, als der Bissanzeiger anspringt. An die Routen und ins Boot springt, diesmal ist mein Kumpel dran. Er gibt alles Adrenalin und dreht den Fisch eine halbe Stunde lang. Ich kann's nicht glauben, heute ist unser Glückstag. Denn jeder Tag ist Angel, aber nicht jeder ist Fischtag. Es ist der Zauber, der uns raustreibt, die Ruhe, die uns ausgleicht. Das Nichtwissen, ob der Fisch der Träume nur ein Traum bleibt. Es ist das Warten auf den perfekten Moment, der plötzlich wahr sein kann, der perfekte Fang. Es ist ein Drahtseilakt, der Zauber, der uns raustreibt, die Ruhe, die uns ausgleicht. Das Nichtwissen, ob der Fisch der Träume nur ein Traum bleibt. Es ist das Warten auf den perfekten Moment, der plötzlich wahr sein kann, der perfekte Fang. Es ist ein Drahtseilakt. Und so geht die Session zu Ende, an die wir uns immer erinnern. Dieses Hobby, das uns raustreibt, wie schon damals als Kind. Einige Stunden am Wasser sein und Dinge sehen, die dich flashen bis zur Unfassbarkeit. Kaum zu glauben, aber wahr. Jetzt ist eine Woche Ruhe, aber bereits nächste Woche geht es raus in die Natur. Also abbauen und einpacken, völlig glücklich nach Hause. Und wir sind uns einig, so könnte jedes Session laufen.